Kapitel 17. Der Sumpf fordert seinen Tribut. Ratzzehnschneider hatte die Hand über die Augen gelegt und sah der näher kommenden Gruppe entgegen. Seine dünnen weißen Lippen verzogen sich halb belustigt, halb verächtlich. »Na«, schnarrte er, »wen haben wir denn da?« Die Reisenden, die für gewöhnlich des Weges kamen, gehörten in der Regel derselben Art an, wie eine Rotte Schwarzkamm-Kobolde, eine Herde Borkenelfen oder eine Familie von Waldtrollen oder, Ratz grinste selbstgefällig, Schniff-Kobolden. Aber ein solches Sammelsurium? Er beugte sich vor und kniff die Augen zusammen. Voraus ging ein Junge, gefolgt von einem weißgekleideten Greis, vielleicht seinem Großvater, aus dessen Nacken eine Art Baum zu wachsen schien. Dann kam ein kleines Geschöpf, dem Aussehen nach ein Eichenelf, danach eine Gestalt in einem schweren Mantel und mit einer Kapuze und als letzter, Ratz stöhnte. »Ein Banderbär«, knurrte er heiser. Vor Banderbären hatte er größten Respekt und das mit gutem Grund. Sie waren nicht nur ungeheuer stark, sondern hatten auch einen seltsamen Wacheninstinkt. Ratz hatte erst einmal versucht, einen Banderbären die Zehen abzuschneiden. Der Versuch hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Er grinste. »Aber nur beinahe«, flüsterte er. Denn wie immer hatte er sein Opfer in der Nacht doch noch überwältigen können. »Darauf gepasst«, ermahnte er sich. »Der Banderbär damals war nicht halb so groß und stark wie der hier. Ich muss vorsichtig sein.« Die letzten Schritte im Dämmerwald kosteten Twig die größte Überwindung. Geister, Gespenster und Dämonen überschütteten ihn mit Spott und Häme. »Du willst deinen Vater Wolkenwolf hier lassen«, wisperten sie. »Ganz allein, ohne seinen einzigen Sohn.« »Ich habe keine Wahl«, murmelte Twig den Tränen nahe. »Nicht stehen bleiben«, hörte er den Professor sagen. »Schlüpf in den Handschuh und zieh den Säbel, du schaffst es, Twig. Du kannst dich vom Dämmerwald befreien.« »Ja«, erwiderte Twig unsicher. Er tat, wie der Professor ihn geheißen hatte. »Ja, das kann ich und das werde ich auch.« Er machte eine Pause. »Sind die anderen hinter uns?« »Wir sind alle da«, bestätigte Zacke. Twig blickte nach vorn. Am Ende der von wirbelnden Schwaden erfüllten Schneise hing der Stern. Darunter stand die bleiche, spindlige Gestalt. Mit schweren Schritten schleppte Twig sich weiter. »Jetzt ist es nicht mehr weit«, sagte der Professor aufmunternd. »Gleich haben wir es geschafft.« Twig drehte sich zu ihm um und hielt ihn am Arm fest. »Dann müssen Sie stehen bleiben«, rief er. »Jeder weitere Schritt kann Sie das Leben kosten.« Ratzzehnschneider, der am äußersten Rand der Modersümpfe stand, wurde langsam ungeduldig. »Was ist denn jetzt wieder los, mein Himmel?« knurrte er verärgert. »Immer hat einer irgendwas.« Er bemerkte die zuckenden Ohren des Banderbären und änderte seine Taktik. »Kommt doch«, brüllte er. »Ich will euch doch nur helfen, bevor es zu spät ist.« Die Worte von außerhalb des Dämmerwalds rissen Twig aus seiner Betäubung und jetzt endlich entließen die geisterhaften Stimmen und Erscheinungen ihn aus ihrem Bann. Das Wispern und Raunen in seinen Ohren verstummte, die Nebel vor seinen Augen lichteten sich und er sah den Wald wieder als das, was er in Wirklichkeit war. Ein verlockend glitzernder, jedoch düsterer Ort, über dem ein schwüler Fäulnisgeruch hing. Der Professor sah zu Twig auf. »Ein paar Schritte kann ich noch mitkommen«, sagte er. »Sicher?« Der Professor nickte. »Ganz sicher«, er wandte sich zum Gehen. »Los!« Twig fiel wieder ein, dass er ja der Captain war. Er richtete sich auf. »Ich grüße euch«, rief er der Gestalt zu, wie Wolkenwolf es getan hätte. »Ich bin Twig, Kapitän der Himmelspiraten. Nennt euren Namen und euer Begehr.« Ratz kicherte höhnisch. »Ein Welpe, der spricht wie ein Wolf«, murmelte er, dann hob er den Kopf. »Ich heiße Ratz«, erwiderte er. »Ich führe Reisende durch die tückischen Modersümpfe.« Der Banderbär knurrte drunt. »Aber vielleicht seid ihr gar nicht an meinen Diensten interessiert«, fuhr Ratz fort. Seine Augen schossen unter den gesenkten Lidern unruhig hin und her. »Vielleicht kennt ihr euch ja selbst im Sumpf aus und wisst ihr, wer die giftigen Springquellen, Sumpfwürger, Schlickfische und weißen Raben Bescheid.« »Nein«, unterbrach ihn Twig, »ich bin durchaus interessiert.« Er ging die letzten Meter durch den Dämmerwald und blieb am Rand stehen. Nur ein Schritt vor ihm stand Ratz in den Modersümpfen. Dazwischen verlief unsichtbar die Grenze, die die beiden Orte trennte. Schweigend starrten Twig und Ratz einander an. Hinter Ratz ertönte von ferne heiseres Geschrei. »Weiße Raben«, erklärte Ratz, »sie kämpfen um Aas. Der Geruch von Blut bringt sie zur Raserei.«
Tück spürte hinter sich das Misstrauen der anderen. Ratz lächelte tückisch. »Manchmal warten sie nicht ab, bis ihr Opfer tot ist.« Tücker schauerte. Er wusste ganz genau, wie gefährlich die Sümpfe waren, doch diesem Ratz mit seiner totenblassen Haut und den blutunterlaufenden, verschlagenen Augen traute er nicht. »Beim Himmel«, dachte er unglücklich, »ich bin ein schöner Piratenkapitän.« Und wieder wünschte er, sein Vater wäre jetzt hier. Er hätte gewusst, was zu tun war. Zum dritten Mal seit Twigs Wahl zum Kapitän kam der Professor des Lichts ihm zu Hilfe. Er trat neben Twig. »Wie viel verlangen Sie pro Person?« fragte er. »Verlangen«, dachte Twig beunruhigt. Er hatte gar nicht daran gedacht, dass die Dienste des Führers Geld kosten könnten. Natürlich wollte die seltsam ausgebleichte Gestalt einen Lohn. Er, Twig, hatte allerdings keinen Heller dabei und die anderen auch nicht. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte Ratz und rieb sich nachdenklich das Kinn. »Sonderangebot für Himmelspiraten.« Er beugte sie von der Seite. 200 pro Person. Twig erschrak. Sie wollten zu viert durch die Sümpfe. Das machte 800 insgesamt. Geld, das er nicht hatte. Den Professor schien das nicht zu kümmern. Also 1000 insgesamt, überlegte er. Das geht. Jetzt war Twig erst recht durcheinander. Aber, setzte er an, ich dachte sie... Der Professor sah ihn an. Ich habe nach reiflicher Überlegung beschlossen, dass ich mit euch komme, wenn ihr mich mitnehmt. Natürlich, sagte Twig unsicher. Aber sie meinten doch... Ich lasse es drauf ankommen. Wer weiß, vielleicht wächst mein Hals ja wieder zusammen. Der Professor machte eine Pause. Bleiben kann ich hier jedenfalls nicht. Aber sie wollten doch... Ich weiß schon, unterbrach ihn der Professor. Ich dachte, wenn ich bliebe, könnte ich mit der Erforschung von Sturmwracks widmen. Doch das ist schier unmöglich. Ich hätte im Dämmerwald zwar die Zeit dazu, aber nicht mehr das Denkvermögen. Ratzenschneider schnalzte ungeduldig mit der Zunge. Der Professor beachtete ihn nicht. »Ich bin Akademiker, Twig«, fuhr er fort. »In Sanctafrax kennt man mich für meinen scharfen Verstand. Ich kann dir die Abhandlung über die Eigenschaften des Lichtes des alten Dillnix aussagen. Ich kann die 1000 leuchtenden Aphorismen des Archimax auswendig. Doch hier, an diesem schrecklichen Ort, der die Gedanken verwirrt, weiß ich kaum noch, wer ich bin.« »Sie wollen also...« »Ich will lieber in Würde sterben, als in der Schande ewiger Verblödung leben.« Der Professor zog eine lederne Börse aus den Falten seines Gewands und gab sie Twig. »Da sind 500 drin«, sagte er. »Den Rest bekommt er, wenn wir am Ziel sind.« Twig drehte sich zu Ratz um. Das dürre Wesen starrte auf die Füße des Professors und leckte sich gierig die Lippen. Twig fröstelte. »Wenn ihr einverstanden seid«, sagte er und steckte ihm die Lederbörse hin, »dann machen wir es so.« Ratz sah auf und grinste. »Freut mich zu hören«, schnarrte er. Er nahm die Börse, ließ sie in seinen Wams verschwinden und ergriff dann Twigs Hand und schüttelte sie. Twig erschauerte bei der Berührung der trockenen, knochigen Finger. »Dann kommt«, sagte Ratz und zog Twig sanft, aber entschieden über die unsichtbare Grenze aus dem Dämmerwald in die Modersümpfe. Twig blickte über die Schulter. Der Professor des Lichts war stehen geblieben. Trotz allem fiel ihm der Entschluss nicht leicht. Schließlich könnte schon der nächste Schritt sein letzter sein. »Kommen Sie«, knurrte Ratz gereizt. »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.« »Nehmen Sie sich Zeit, so viel Sie brauchen, Professor«, sagte Twig. Ratz schnaubte und wandte sich verächtlich ab. Twig bot dem Professor seinen Arm an. »Danke, Twig«, sagte der Professor. »Was immer jetzt passiert, mein Junge. Es wäre meine Ehre und ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Eines Tages wirst du ein tüchtiger Himmelspiratenkapitän mit einem eigenen Schiff sein, das weiß ich ganz bestimmt.« Und mit diesen Worten wagte der Professor den alles entscheidenden Schritt. Twig, der damit rechnete, dass der Professor jeden Augenblick zusammenbrechen konnte, griff ihm stützend unter die Arme, doch der Professor fiel nicht um. Er zuckte vor Schmerzen zusammen, stöhnte laut und schwankte ein wenig, aber er fiel nicht um. »Gut gemacht, Professor«, riefen Zacke, Hubble und der Steinpilot hinter ihm erleichtert. »Ja, wirklich«, ach, Twig strahlte, »sobald wir in Sanctafrax sind, werden sie wieder ganz gesund.« Der Professor lächelte matt. Sein Gesicht hatte sich aschgrau verfärbt. Twig runzelte besorgt die Stirn. »Wie geht es Ihnen?« fragte er ängstlich. »Ich lebe«, ächzte der Professor. »Vielmehr nicht. Leider werde ich nicht schnell gehen können. Vielleicht wäre es besser, wenn ihr...« »Auf keinen Fall«, erwiderte Twig bestimmt. »Sie kommen mit uns. Wir helfen Ihnen abwechselnd.« An die anderen gewandt fügte er hinzu. »Kommt, gehen wir.« »Wäre doch langsam höchste Zeit«, bemerkte Ratz giftig. Er wandte sich zum Gehen, die anderen folgten ihm. Twig ging zuletzt und hatte seinen Arm um den Rücken des Professors belegt. »Beeilt euch«, rief Ratz zurück, »und denkt dran, bleibt zusammen, geht immer hinter mir und dreht euch nicht um.« Twig blickte über die Wüste vor ihnen und als er sah, wie weit sie gehen mussten, verließ ihn der Mut. Der Sumpf schien endlos, schon der Marsch allein war eine Tortur. Und noch mit dem Professor, der sich schwer auf ihn stützte. »Eins nach dem anderen«, keuchte der Professor, als habe er Twigs Gedanken gelesen. Twig nickte und sah auf den weißen Schlamm hinunter, der bei jedem Schritt um seine Füße quoll. Der Professor hatte recht, entscheidend war allein, dass sie dem Dämmerwald entronnen waren. Der Sumpf mochte groß und gefährlich sein, aber auch er hörte irgendwann einmal auf. Und dank der glücklichen Begegnung mit dem Führer... »Captain«, hörte er Zacke aufgeregt rufen. »Captain«, Twig kapierte zunächst gar nicht, dass der Eichenelf ihn meinte und sah sich automatisch nach Wolkenwolf um. »Captain Twig«, schrie Zacke. »Kommen Sie schnell, Hubble kann nicht mehr!« Twig sah nach vorn. Der Banderbär lag bewegungslos da, ein weißer Haufen auf dem weißen Schlamm.
Geh ruhig, sagte der Professor. Ich kann allein stehen. Das brauchte Tück ja nicht zweimal zu sagen. Der Junge rannte durch den schmattenden Morast und fiel neben seinen Freund auf die Knie. Was ist? Rief er. Hubble, was fehlt dir? Ächzte der Banderbär und griff sich mit den Tatten an die Brust. Sein gewaltiger Schädel kippte zur Seite. Hubble! Twigs Augen füllten sich mit Tränen. Hubble, sag mir doch, was ich tun soll! Stöhnte der Banderbär leise. Dann bekam er plötzlich einen schrecklich gurgelnden Hustenanfall und krümmte sich vor Schmerzen. Twig kämpfte mit den Tränen. Hubble hatte beim Absprung vom Sturmfall offenbar schwere innere Verletzungen gelitten. Sein Atem ging kurz und pfeifend. Twig kraute seinen Hals und flüsterte immer wieder, er würde alles gut werden und Hubble würde bald wieder gesund sein. Der Banderbär lächelte schwach und schloss die Augen. Du... Wunde. Sein Mundwinkel füllte sich plötzlich mit Blut und dann floss das Blut leuchtend rot auf das dicke, weiße Fell seiner Wange. Hubble hustete noch einmal, er zitternd lief durch seinen Körper. Dann rührte er sich nicht mehr. Nein! Heulte Twig und warf sich Hubble an den Hals. Nicht du! Du darfst nicht sterben, du warst doch immer so stark! Nicht einmal die Besten sind davor gefeit, sagte spöttisch eine Stimme hinter ihm. Twig erstarrte. In einem Augenblick geht es ihnen noch prima, fuhr die Stimme fort. Im nächsten fallen sie tot um. Ratz! Twig sprang auf und zog den Säbel. Noch ein Wort und ich hau euch in zwei beim Himmel! Damit eure Leute im Sumpf verrecken, meinte Ratz. Doch wohl nicht. Er ging weiter. Twig zitterte vor Wut, doch war er machtlos. Komm, Twig, sagte der Professor des Lichts. Deinem Freund kannst du nicht mehr helfen. Ich weiß, sagte Twig und schnupfte. Aber komm, wiederholte der Professor, bevor diese Halunke Ratz uns abhängt.